Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu der Prognose der Fußballergebnisse vom 17.06. Aufgenommen wie immer am 16.06. Ich werde versuchen, es für meine Fans um 0 Uhr hochzuladen, damit sie sich freuen. Endlich der Fußballergebnisse. Ich habe gleich gewusst, wie das ausgehen könnte. Mal gucken. Ja, was sagt denn, wir haben ja auch die Gäste hier. Ich muss hier etwas Wind zufächern, nur deswegen hier. Was sagst du, der Fußballtröllchen? Ja, zeig mal die Ergebnisse, ich muss sie mal begucken, damit ich das erraten kann. Oh, das ist sehr geschickt. Damit man sie nicht sieht, dass du deinen Mund bewegst. Ah, das ist einfach du. Ich werde gleich gemerkt. So. Heute übrigens eine als Wackellade in die Kamera, an denen ich muss gucken, wer das spielt denn überhaupt. Ich muss den Fächer einmal bereithalten, um die Synchronisierung für Fußballtröllchen machen zu können. Heute am 17.06. Bin ich ja mal gespannt, wer spielt denn heute? Ich glaube, kann das sein, dass Deutschland heute spielt. Ach, die waren am 16. schon. Ach, das ist heute. Ja, ich mache ja die Gegens für morgen. Heute spielt Italien, Schweden, Tschechien, Kroatien, Spanien, Türkei. Die Türken, sie wissen es. Ja, die haben verloren 0-1. Unglückliches Ergebnis. 0-1 ist immer unglücklich. Da hat man immer das Gefühl, man hätte noch was machen können. Bei 0-5 hätte man gewusst, wir waren einfach zu schlecht, aber 0-1. Was sagst du denn, Fußballtröllchen? Ja, sag mal, welche Paarungen sind. Ich hab das schon mal vergessen hier. Ich hab so ein schlechtes Gedächtnis. Oh, sieht so cool aus. Du siehst auch erinnerst ein bisschen an den Dinos Watch Dogs. Ihr könnt es auch spielen. Italien gegen Schweden. Was tippst du denn? Ja, wenn da nicht 20 geile Schwedinnen am Platzrand stehen und die Spieler total, abgelenkt sind, würde ich mal sagen. Italien gewinnt gegen Schweden. Ganz klar der Favorit Italien. Ich tipp mal, die Italiener sind ja gut in der Verteidigung. Ja, die lassen keine Bälle rein und dann schießen die noch 3 Tore. Irgendwann muss Schweden kommen und dann kriegen die noch einen rein. 4-0. Ja, das tippe ich auch an. Ich tippe auch ein hohes Ergebnis, dass Italien eine gute Verteidigung hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Italien... Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich muss cool aussehen. Nein, das ist immer noch nicht cool genug. Das kann doch nicht sein. Ich tippe mal, dass Italien ein Tor schießt. Da muss Schweden kommen, rennt in die Konter der Italiener rein. Und je mehr Tore die kassieren, desto verzweifelter sind die. 4-0 für Italien, das scheint mir realistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schweden... Ja, ich weiß nicht, wie stark ist Schweden. Nächste Paarung. Tschechien gegen Kroatien. Die Paarung kenne ich überhaupt nicht, außer ich habe die Special-Sendung meiner Gamni-Sein hier. Das Ergebnis von Italien mit annulliert. Das muss sie auf die Special-Art und Weise gemacht werden. Kann man, Sie sehen, meine Damen und Herren, da hinten schon die Scheibe stehen. Da stehen Ergebnisse drauf. Heute Scharfschützen-Edition. Dem Special-Gewehr hier. Fang mal an. Ja, meine Damen und Herren, Scharfschütze Lippo, immer zur Stelle hier. Mit Gummipfeilen bitte geschossen. Damit ja schön haften bleiben. Bin ich mal gespannt, wie die Reichweite dieser... Weiß noch nicht mal, wie man schießt. Schießt man so hin? Aha. Denn man schießt gar nicht hier mit. Man schießt quasi so. Achso, und dann... Aha, geschickt. Ich hätte auch eine Steinschleuder holen können dafür oder eine Zwille. Ja, das tut mir leid, meine Damen und Herren, sie hatten sie nicht. Ich hoffe, sie sind nicht zu traumatisiert nach diesem Ergebnisschießen. Ich glaube, mit dem Ziel wird das schwierig werden. Das ist ein bisschen zu klein für mich, das Gewehr. Dann wollen wir mal gucken, wie ist das erste Ergebnis? Scharfschützen-Lippo ab zum Schießen. Das ist leider nicht hängen geblieben. Ich habe da zwar schon ein Ergebnis gesehen, wenn die alle nicht hängen bleiben sollten. Deswegen mache ich da dezent ein bisschen Rotze drauf. 1-3 ist das Ergebnis. Das kann nie sein. Damit hat keiner gerechnet, meine Damen und Herren. Wer konnte denn mit einem 1-3 rechnen? Wo ist denn hier meine Brille? Italien, Schweden. 1-3. Das war übrigens das einzige Gewehr, was die hatten. Sonst hätte ich was anderes geholt. Es kam mir nur auf die Gummipfeile an. Da wäre mir scheißegal gewesen, wie man die abschießt. Das Geld war es mir wert. Für Sie, meine Fans. In Unkosten gestürzt für diese Sendung. Wie war denn mal das Ergebnis? Ich meine 1-3. Das kann doch nicht sein. Hinter meinem Rücken fällt der Pfeil wieder runter und das Ergebnis ist wieder annulliert. Das kann doch nicht sein. Ich muss zu wenig reden. Der weniger reden und mehr ergebnisorientiert hier abschießen. Zack, nochmal laden hier. Mein Lieber, schießt du da schon. Das Gewehr ist hier. 7-0. Das kann doch nicht sein. Das ist wirklich ein überraschendes Ergebnis, meine Damen und Herren. Ich glaube es nicht. Da kriegst du die Tür nicht zu. 7-0 für Italien. Ich habe diese Monsterergebnisse schon ganz klein geschrieben, damit die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, dass sie getroffen werden. Die Ergebnisse, das kann doch nicht sein. 7-0 werden sie sagen. Das kann durchaus möglich sein. Italien schießt 1-2 Türchen. Die Schweden total verzweifelt, schicken schon aber auf den Platz. Kassieren immer mehr Tore.
In der 80. Minute laufen die Schweden da vom Platz runter. Die Italiener machen dann hier Pizza essen. Die wollen das Ergebnis auch nicht geschenkt bekommen. 7:0 Italien gegen Schweden. Hast du damit gerechnet, Fußballtröllchen? Nein, das kommt total überraschend. 7:0, ein Monsterergebnis. Wahrscheinlich das höchste Ergebnis der Europameisterschaft. Ich kann es gar nicht glauben, ich bin total elektrisiert. Ah, die Italiener sind so stark wie nie. So. Da gucken wir mal das nächste. Tschechien gegen Kroatien. Sie wissen. Bisschen anfeuchten den Pfeil, damit er auch stecken bleibt. Vielleicht gibt es demnächst auch irgendwann die Winnetou-Edition. So. Nein, 7:7. Ich kann es nicht glauben. Das sind aber Monsterergebnisse. Das Ergebnis wird jetzt aber wirklich annulliert. Das kann doch nicht sein. Filippo, schieß mal ein bisschen besser. Kannst du nicht treffen. Eins zu eins. Die müssen jetzt nicht mal stecken bleiben. Die bleiben eh nicht stecken, meine Damen und Herren. Auch ein realistisches Ergebnis. Es hat die 1:1 getroffen. Ich habe das genau gesehen. Fußballtröllchen, was sagst du denn? Tschechien gegen Kroatien. 1:1. Ja, vermutlich wird Vladimir Hort übrigens ein bekannter tschechischer Schachfußmeister. Bei den Zuschauern sitzt er mitjubeln. Da schießen die Tschechen ein Tor. Kroatien, da kriege ich keine Sau von. Die schießen aber auch ein Tor. 1:1 Tschechien gegen Kroatien. Mehr habe ich nicht zu sagen. Und dann haben wir noch die letzte Paarung des heutigen Tages. Spanien-Türkei. Ich würde es ja der Türkei gönnen, das zu gewinnen. Ich liebe Überraschungsergebnisse. Kein Schwein rechnet damit, dass die Türkei gewinnt. Zack! Spanier unfähig, das Tor zu treffen. Der türkische Torwart in Spitzentopform holt alle Bälle raus. Dann in der 90. Minute schießt die Türkei das 1:0. Die Spanier schon am Weinen, geben alles für den Angriff. Kriegen noch 2 Tore kassiert. Dann ist auch die Frage, wird es für Spanien dann vorbei sein? Aber die wissen ja, die Scharfschützen-Edition ohne Scharfschützen. Ich habe leider nicht so einen kurz. Das ist mir etwas zu kurz hier. Da bin ich zu groß für. Deswegen schieße ich nur so grob auf die Scheibe. Aber was hätten sie davon, wenn ich ein Spitzen-Scharfschütze wäre? Und ich will genau das treffen, was ich treffen will. Das würde die Ergebnisse doch total verfälschen. Das muss doch ein gewisser Zufallsgrad dabei sein. Also zärtlich ich die Pfeile ablecke. Wahrscheinlich hoffen sie auch, ich kriege da möglichst viele Bakterien ab von den Pfeilen und kipp die um. Nein, das werde ich hoffentlich nicht machen. Wir laden unsere ergebnisorientierte Special-Waffe hier. Zack, und schießen. Brille ab, die Posten. Nein, noch nicht schießen. Nein! 3:4. Ich habe es genau gesehen. 3:4. 3:4 für Spanien. Aber leider 4 Tore für die Türkei. Das könnte ja durchaus möglich sein, dass das ein Torfestival wird. Die Türken müssen jetzt zeigen, dass sie was können. Das können die nicht so machen. Ich würde es der Türkei ja gönnen, sich zu qualifizieren. Das ist meine total fachmännische Meinung. Ich schwöre beim Sheriffstern hier. 3:4, Spanien-Türkei, was sagst du denn, Fußballtröllchen? Ja, 3:4, das war unerwartet. Die Spanier schießen 2 Tore, die Türkei gleicht aus, da schießt die Türkei ein Tor. Spanien gleicht durch einen Elfmeter wieder aus und dann in der letzten Sekunde schießt die Türkei noch ein Tor. Spanien schlachtet vor Wut alle Stiere, die da haben. Wir sollten zur Feier des Tages da auflaufen. Das kann nicht sein, alle schlachten. Da gibt's lecker Stiersteaks. Tja, das war wieder die Ergebnisse vom 17.06. Sie werden es erraten. Ja, warum schreibt der Lippo die Ergebnisse nicht auf? Das ist mir vollkommen wumpe, wie das ausgeht. Ich mache nur das Orakel. Das Orakel muss sich nicht zwangsläufig für Fußball interessieren. Das ist eben so. Das ist wie ein Schachtrainer. Der muss auch nicht spitzen, super großmeisterhaft stark spielen. Der muss einfach nur einen Schüler haben, der das macht, mit dem er das Wissen gut vermitteln kann, wo er lesen kann, wie spielt denn mein Schüler jetzt? So ist das auch hier. So, ich sag mal dann Tschüss bis morgen. Diese Fußball-Special-Videos dürfen auch nicht zu lang werden. Fußball-Trollchen müsste ich dir auch noch Tschüss sagen. Ja, ich sag mal Tschüss bis morgen. Mal gucken, was da morgen für eine Edition gibt. Diese Unkosten von 2 Euro für dieses Gewehr ist unfassbar. Ah, diese Kosten für diese Videos hier. Jubel sie, keine Kosten sind uns zu hoch. Ich gehe wieder zum Training. Ich trainiere es heute nicht. Nein, heute ist Ruhetag beim Training. Ich habe es geschafft, den Ball in 26 Sekunden zu holen. Ich sage ja nicht, dass der Ball nur 3 Meter von mir weg lag. Tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Fans von diesem Video. Die EM ist ja noch lange. Sie werden noch lange Freude an diesen Videos haben. Mal gucken, wie lustig ich das zusammenschneide. Tschüss und auf Wiedersehen.